Die Musik war gerade so dramatisch und ich wollte gerade loslegen. Und in dem Moment, wo ich auf den Aufnehmen drücke, ist es vorbei. Ja, wir spielen StarCraft 2 Way to Masters. Willkommen zurück zur Serie heute und hier um 2:04 Uhr. Da staunt ihr, ne? Der war gut. Ja, wir sind Rang 45. Ich habe die Woche nicht so viel Zeit gehabt, da privat ziemlich viel los ist. Und nun ja, ich mache das Beste draus. Heute ist ein freier Nachmittag. Heute ist freie Aufnahmezeit. Aufnahmezeit, genau. Ich nehme euch auf. Ja, ihr seht, der Bonuspool ist bei 103. Ich möchte möglichst runterkanüppeln. Und ja, der Zerg ist natürlich ein gutes erstes Versuchsobjekt. Der hat ein cooles Profilbild. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt wirklich ein. Für mich sieht das aus wie ein Defiler. Und ja, hehe. Noch von der letzten Runde Desert Strike übrig. Ja. Ja, ich habe einen Bruder gefunden, mit dem ich spielen kann. Lego Man. Wir hoffen, dass das ein faires und ausgeglichenes Match wird. Ja. Nachdem ich eine Woche nicht mehr gespielt habe, das stimmt gar nicht, ich habe zwischendurch einmal gespielt, aber ja, ist mir klar geworden, dass ich selber den Drang mal wieder habe, ein bisschen Planetside aufzunehmen. Verrate das nicht den Planetside-Zuschauern, weil die gehen jetzt total ab, wenn die das hören. Und ich freue mich ja natürlich, wenn die Planetside-Zuschauer aus ja, Mangel von Planetside-Videos natürlich hier reingucken, um mich zu hören, meine schöne Stimme und meinen einzigartigen Charakter. Wobei ich ja immer noch glaube, dass jeder Mensch so ziemlich eine Hardcopie irgendwo rumlaufen hat, die Zocker genauso tickt wie man selber, nicht unbedingt so aussieht. Aber vom Charakter her so ziemlich derselbe Kaliber ist. Mindestens eine Person muss es geben. Anders kann man es. Ich kann es mir nicht erklären. Es gibt so viele Menschen und die sind alle so Banane. Und warum soll niemand genauso Banane wie ich sein? Gibt's ja nicht. So, unser Scout ist unterwegs. Wir schicken den mal direkt zur Echse. Mir ist klar, dass da eine Echse kommen wird, nur ich muss gern dann. Wir machen mal hier zu. Gucken, wo unser SCV inzwischen ist. Hoch, ja. Da habe ich einen SCV-Cut gehabt, der war unbeabsichtigt. Gas? Ja, wenn wir schon mal hier lang gehen, können wir mal gucken, ob da Gas kommt. Wir haben jetzt gleich die Kaserne fertig. Exe ist natürlich auf dem Weg. War nicht anders zu erwarten. Der will wohl nicht, dass ich scoute. Na gut, soll er. Ja, wir scouten aber trotzdem nochmal. Eigentlich wissen wir alles, was in der Ecke abgeht, aber wir gehen trotzdem nochmal hin, einfach um ihn ein bisschen zu nerven. Danach aber vorne rum und dann nochmal raus. So, währenddessen gucken wir, dass wir noch ein bisschen Überblick kriegen über unser Gebiet, über eintreffende Overlords. Jetzt ist so das Timing, wo hier schon einer sein sollte. Den können wir eh nicht mehr abwehren. Deswegen interessiert es mich auch nicht mehr so wirklich. So, du kannst inzwischen darüber. Und da ist ein Overlord. Was der da macht, weiß ich nicht. Also der ist vom Timing her ziemlich off. Auch die Position ist ziemlich off. Aber den kriegen wir. Das sind 100 Mineralien weniger für ihn. Und hoffentlich ein kleiner Supply Block. So, wir sind im Timing für Gas. Zack, 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 zack. Er ist auch im normalen Link-Timing. Den kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr nach Hause, nee. Aber immerhin. So, dann können wir bereits die nächste Kaserne bauen. Den habe ich jetzt ins Gas geschickt, statt woanders hin. So, dann können wir uns um ein weiteres Depot kümmern. Man weiß ja nie, ob da mal ein Bass kommt, deswegen verstärken wir die Wall mal ein bisschen. Warum nicht? So, das Gas, was wir jetzt haben, direkt für einen Reaktor nutzen, statt direkt für eine Factory. Weil, dann können wir nochmal ein bisschen extra Marines pumpen. Und wenn man schon nichts hat, außer Marines, dann kann man wenigstens mit denen ein bisschen abwehren. So, wir haben 5 Stück, sollte reichen, um mal hier ein bisschen zu scouten. Ohne Damage zu bekommen, das ist doch wunderbar. Du, bleib hier und bau. Du, OC. So, direkt ein Tech-Lab dran.
Direkt mehr Marines. Ja, ich würde sagen, wir sind derzeit ganz gut aufgestellt. So, was nur ganz wichtig ist an Informationen ist, ob unser Gegner relativ zeitig eine dritte baut, weil das gibt uns schon mal so einen kleinen Indikator, was da alles kommt. Sieht nach einem Bast aus, wenn ich ehrlich bin. Das sieht ziemlich nach einem Bast aus. Ja, das hier war wohl intuitiv mal wieder richtig. Nein. Ja, wollen wir mal gucken, dass wir ein bisschen hier ärgern. Ich bin mir relativ sicher, dass da ein Bast unterwegs ist. Ich könnte nicht mehr viel sagen, was mich jetzt davon abhält, diese Meinung zu halten. Wir werden jetzt gleich auch mal einen Blick per Scan in seine Basis werfen. So, dann wollen wir mal sehen, was wir da ausfindig machen können. Na komm schon. Sieht noch nicht wirklich nach einem Bast aus. So, wir wollen auf jeden Fall die Halberds herkriegen und dann mal gucken. Ja doch, da ist ein Bast unterwegs. Das sieht zwar nicht so aus, also es sieht schon so aus, aber er ist noch nicht wirklich so explizit beim Basten. Wir müssen mal gucken, dass wir hinten ein bisschen Supply kriegen, weil wenn er uns vorne alles wegsprengt, dann haben wir von unserer Supply nicht viel. Und tschüss. Ja, wir scouten mal. Ja, da sieht er schon, ist nicht die beste Idee. Scout nochmal. Ja, ich würde sagen, wir gehen los. Ich denke, dass das hier ein erfolgreicher Push wird. Da wird viel Baneling-Abwehr kommen. Aber ich vermute, dass er nicht so krass auf Abwehr gegangen ist. Nee. Ist alles ziemlich clean. Natürlich kann er hinten in der Basis eine Menge haben. So. Ich würde ganz gern einen Scan haben, aber den kriege ich nicht. Das heißt, ich muss mal so hier reingucken. Roaches. Roaches sind ganz angenehm. Außer man hat sein Stimpack vergessen. Na, wir gehen trotzdem rein. Ich denke, dass wir in einer Verfassung sind, wo wir das allein von der Truppenstärke her schaffen können. Ich habe das Stimpack vergessen. Ich habe es ja nicht mal vergessen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, ich habe gesagt, ich soll es bauen. Aber ich hatte höchstwahrscheinlich ein bisschen zu wenig Gas dafür. Weil anders kann ich es mir nicht erklären. Ist aber kein Problem. Wir haben jetzt schon mal die Combat Shields. Die helfen uns ein bisschen. Die nehmen wir diesmal mit. Da ist jemand in meinem Teamspeak. Den habt ihr nicht gehört. Den mache ich direkt zu. So, wollen wir mal sehen. Eine Menge, Menge Roaches. Das wird ein übles Engagement. Ein ganz, ganz übles Engagement. So, holen wir den mal runter. Mehr Scouting Information, als er jetzt hat, muss er nicht haben. Habe ich was gegen. So, dann Techlab, dann Techlab, dann Reaktor, dann, sobald das Geld da ist, bitte die Upgrades. Die sind sehr wichtig gegen Roaches, weil Roaches sind gepanzert. Wow, das wusstet ihr, oder?
Ja, das Problem an gepanzerten Roaches sind, unsere Marines sind nicht effektiv. Unsere Marines sind einfach nur kleine Nervbacken, die den Gegner nicht interessieren. Und das ist natürlich erstmal sehr suboptimal. Hier wird Spine Defense gebaut. Ich kann nicht rangehen, solange ich die Stimpaks nicht habe. Allerdings kann ich in der Zeit, wo ich sie nicht habe, wunderbar ein bisschen auftacken. Hier ist eine Basis hochgegangen, oder? Ja, ich sehe auch Banelinge. Ne, da ist keine Basis hochgegangen. Das ist wunderbar. Aber jetzt ist so der Zeitpunkt, wo ich ein bisschen mehr auf Widowmines gehen sollte. So, hier können wir wunderbar scouten, weil der Gegner keinerlei Möglichkeiten hat, da vorbeizugehen. So. Bisschen Map Control, kennt ihr ja das Spiel. So, was ich ganz toll mal wieder vergessen habe, sind natürlich die Depots. Gucken, hat er die Gold vielleicht greedy genommen in einem Verzweiflungsmove? Oh, das geht nicht. Das geht absolut nicht. Das kann ich ihn nicht durchgehen lassen. Aber das nehme ich mal als ja, hat er in einem Verzweiflungsmove. Ich hoffe, dass er nicht zu viele Banelinge hat. Ja, das Splitting ist jetzt so eine Sache hier auf dem Choke Point. Wenn er die Gorsch kriegt, das wird echt übel. Also gerade war noch nichts an Einheiten da. Er hat seine Banelinge soweit verloren, allerdings auch viel Schaden damit gemacht. Ich weiß noch nicht, ob das was werden kann. So, euch hätte ich gerne auf einem einzelnen Hotkey. Das würde ich nicht schaffen. Würde er jetzt A-Klick machen, würde ich das nicht schaffen. Aber er sieht das ein bisschen anders und das ist gerade ziemlich gut für mich. Er hat ziemlich Angst, obwohl er gerade army-mäßig definitiv vorne war. Ich hoffe nur, dass der Junge da jetzt nicht gerafft hat, dass Banelinge erstmal ziemlich übel werden und dass er doch mehr Einheiten hat. Auf jeden Fall geht das hier nicht. Das kann ich ihn nicht durchgehen lassen. Und weg. Da sind jede Menge Banelinge bei. Das geht gar nicht klar. So. Ja, das sieht gar nicht gut aus. Doch, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nimm alles zurück. Die Medivacs machen's. Okay. Die Medivacs. Game away.
So, wenn ich die Basis runterkriege, ist das schon ein riesiger Erfolg. So, euch, Techlab, Reaktor, Techlab, Reaktor. Ja, er ist zu sehr auf Economy gegangen, hat aber jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Einheiten. Aber das könnte ich immer noch schaffen. Aufgrund dessen, dass ich so einen starken Heal einfach am Start habe. So, ganz wichtig, die Upgrades. Schaffe ich nicht. So, mal ein bisschen den Creep weghauen. Also das war ein ganz starker Push für mich. Und was ich ganz dringend brauche, ist dieses verstärkte Eingraben, verschnellerte Eingraben. So, euch hier rüber. Dich wollte ich schon ausbauen, aber ich habe so ein bisschen mit dem Gas geschlammt, besonders hier. Dadurch, dass ich Bio spiele, brauche ich natürlich nicht so viel Gas. Das, Junge, ist eine ganz schlechte Entscheidung von dir. Ja, ich denke, da wird jetzt das GG kommen, weil viel kann er nicht mehr machen. Er müsste schon echt ein paar extrem gute Bandling-Connections kriegen, um das wieder gut zu machen. Ist da die Gold wieder? Die Gold ist wieder aufrecht. Allerdings werde ich mich da jetzt nicht drum kümmern, weil ich glaube, dass da... er wird vergessen, die zu saturaten. Und selbst wenn er so saturated, gehe ich wirklich nochmal hin, hau ihm das weg. Aber ohne Banelinge ist diese Armee einfach nicht stark genug. Und da kommen sie schon. Um hier nochmal mitzuhalten. Aber der Split ist drin. Und das war's. Da kommen noch ein paar. Aber der Split war zu stark. Ja, das war's an der Stelle. Ein faires Match, muss ich sagen. Ziemlich even vom Skill her. Wobei, ich glaube, dass ich noch so ein Ticken besser war. Decision Making war ein bisschen besser. Der Push am Anfang, der war natürlich so lala. Der hätte wesentlich besser sein können. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es gelaufen ist. Genau, ich habe ihn dann mit den Hellions zurückgetragen und dann kamen seine Roaches und hätte ich das Stimpack nicht vergessen, dann wäre an der Stelle Ende gewesen. Dann hätte ich das Match da schon gerissen. Allerdings bin ich halt nicht so tryhard rein. Ich habe versucht, ein bisschen Damage zu machen, als ich gemerkt habe, okay, jetzt ist nicht mehr, zurückgegangen, die Einheiten gerettet, ganz wichtig gewesen und dadurch war es dann wieder ziemlich im Vorteil für mich. Gut, ich würde sagen, das war das Match für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.